aus unserer Fußballmaus. Noch 16 Wochen und 3 Tage bis zu unserem nächsten Großereignis, dem Maustüröffnertag am 3. Oktober. Viele Betriebe öffnen da ihre Türen für Mausfans, die Sachgeschichten live erleben wollen. Einer davon ist Bauer Zenz. Sein Gertrudenhof ist in Hürth in der Nähe von Köln. Und da könnt ihr viel erleben. Hier kann man auch Hühner füttern. 60 verschiedene Rassen gibt es hier. Und die haben alle ganz großen Hunger. Und jede Hühnerrasse legt ganz bestimmte Eier. Genau, es gibt nämlich welche, die legen weiße und braune Eier, das kennt man vielleicht noch. Dann gibt es aber auch die kleinen Hühner, die legen richtig winzig kleine. Und sogar welche, die legen grüne Eier. Okay, aber es sind keine grünen Hühner. Das sind keine grünen Hühner, okay. Sondern das sind Grünleger. Die sind nicht so gefärbt wie der Christoph mit dem grünen Shirt, sondern sind ganz bunte Hühner, aber es sind Grünleger. Und hier könnt ihr auch was Spannendes erleben. Hier wachsen Tomaten. Noch blühen sie, aber im Herbst sind sie dann irgendwann reif. Darf ich mal probieren? Ja, klar. Jetzt geht's auf die Felder. Ja, und am 3. Oktober könnt ihr hier mit Bauer Zenz an den Feldern entlang spazieren. Genau, und da können wir alles entdecken, was hier wächst auf den Feldern und sogar selber mal Bauer spielen und ernten. Herbst ist Erntezeit, ganz klar. Bauer Zenz macht also am Maustüröffnertag seine Türen für euch auf. Und wir suchen noch weitere Handwerker, Labore, Betriebe, die ihre Türen für Mausfans aufmachen, die Sachgeschichten live erleben wollen. Mehr dazu auf unserer Mausseite im Internet. Wir öffnen dann wieder am nächsten Sonntag, wie immer mal 12. Tschüss und schöne Woche. Tschüss.